esse. Also wisst ihr Bescheid, wir bauen im Dschungel. Abstimmung ist gelaufen. Nicht mehr abstimmen, nicht mehr anrufen, keine SMS mehr schreiben und auch nicht mehr auf der Fernbedienung die Taste 1 drücken zum Abstimmen. Ja, nee, auf jeden Fall waren wir ja da stehen geblieben bei den Kumpels und sowas. Naja, auf jeden Fall komme ich halt mit Frauen besser klar und sie halt mit Kerlen besser. Ja, und sie sagte es beim Kumpel und hat einem Tee, ich soll jetzt erstmal besser nicht schreiben, weil sie unzurechnungsfähig ist. Ich so, okay. Ich so, vergiss mich aber nachher nicht, ne? Hat sie sich dann erstmal nicht drauf gemeldet und dann habe ich dann gepostet bei Facebook, dann mal schauen wegen morgen. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, sie meldet sich nicht. Nicht, dass sie mich vergisst. Oder ist sie sowas, dann hat die das irgendwann gelesen oder ist sie sowas von ausgetickt und hat dann geschrieben, ja, du engst mich ein und sowas von all solche Sachen und bla und ich lieb dich immer weniger und alles und ja. Wohlgemerkt, wir sind auseinander. Schon seit Sonntag, ne? Und, naja, ich saß dann hier halt auch zu Hause, weil ich hatte keinen Bock auf irgendwas. Das ist eigentlich immer so. Kann man nichts gegen machen, weil wenn da irgendwer irgendwie so eine Nachricht kommt, ja, bla bla bla, ich trenne mich von dir. Oder man zieht der Person das aus der Nase, so wie ich das immer mache. Dann sitze ich natürlich eine ganze Zeit erstmal rum. Weil es ganz einfach so ist. Du hast dann Bock auf nix. In meinem Fall. Und ja, das ist es einfach. Das ist auch einfach das, was dann auch so belastet. Naja, und du machst dir halt alle möglichen Gedanken. Klappt das nochmal? Klappt das nicht? Ne? Naja. Jetzt habe ich gesagt, ich lasse sie einfach machen. Mir ist das jetzt erstmal völlig egal. Ne? Entweder sie wird sich melden oder nicht. Ja. Und was ihr Geschenk angeht und das Essen gehen, glaube ich, ist jetzt kann ich jetzt sowieso sausen lassen. Ja, aber jetzt steht das Geschenk hier rum. Ne? Sagt sie, ja, ich fühle mich schlecht, wenn man mir was schenkt. Ich so, ach, brauchst du nicht. Ne? Ich tue das, weil ich dich mag. Ne? Ich liebe dich nicht nur. Das ist nur so ein, ja, ich sag mal, Nebenprodukt. Ne? Weil man mag ja einen Menschen auch nicht nur als, man mag ja auch jemanden nicht nur als Frau oder als Mann, man mag ihn ja auch als Menschen. So sollte es eigentlich sein. Naja, und dann habe ich gesagt, ja, kriegst dein Geschenk noch. Bin ja mal gespannt, wie sie reagiert. Wo war denn der Dschungel? Der war, glaube ich, da hinten, ne? Nee. Scheiße, wo war der Dschungel denn jetzt nun schon wieder? Ich finde ihn jetzt nicht mehr wieder. Das ist zum Kotzen. Ich hasse es doch so sehr. Ups, da habe ich mich verhaspelt. Lal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 a. Wer errät, aus welchem Spiel der Originalsong ist, der kriegt einen Gastauftritt. Wer es als erstes errät, und in die Kommentare schreibt, der kriegt einen Gastauftritt. Also schaut die Folge genau, verpasst diese Ansage nicht. Und dann sagt es mir. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es rein. Das ist ein Remix. Hier, aber wenn ihr ganz genau wisst, aus welchem Spiel das eigentlich ist, dann seid nicht scheu. Einige von euch werden es noch kennen, es ist ein Klassiker mittlerweile. Gibt es für, ich glaube, zwei verschiedene Konsolen. Einmal für eine Nintendo-Konsole und einmal für eine Microsoft-Konsole. Oh, Lava! Hi! Mensch, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da Lava ist. Ewig nicht gehabt, Lava an der Oberfläche. Da hinten ist auch noch Lava. Ja, schade, dass das die Oberfläche ist. Sonst hätte man hier Diamanten vermuten können.
Naja. Naja, wisst ihr auf jeden Fall, wie es ist. Wie es gelaufen ist und sowas. Du kannst hinterher nur alles falsch machen. Egal, wie du es machst. Deswegen mach nichts und warte ab. In der heutigen Zeit will eine Frau nicht mehr umkämpft werden. Sie will nicht, dass man um sie kämpft. Das ist ganz einfach so. Viele wollen es gar nicht. Viele wollen sich erstmal klar darüber werden, wie ihre Gefühle sind, und dann wollen sie sich selber wieder melden. Das ist in vielen Fällen so. Entweder melden sie sich dann, oder sie lassen es. Wird das schon wieder Nacht? Ja, bitte nicht. Doch, es wird Nacht. Es wird Nacht und es wird dunkel. Gleich ist es Nacht. Wird es Nacht? Es wird Nacht. Ich muss schnell nach Hause gehen. Denn sonst kommen die blöden Creeper. Ach, ist eine schöne Sache. Also ich hab jetzt seit gestern quasi auch wieder Spaß. War aber auch schlimm. Also ich habe den ganzen grünen Donnerstag habe ich zu Hause gesessen. Ehrlich. Bis ich dann mal losgefahren bin. Und den Mittwoch davor. Den Mittwoch. Habe ich sogar bis abends, bis ich zur Arbeit musste, habe ich zu Hause gesessen. Das ist so richtig, richtig übel. So richtig kacke finde ich das. Ne? Weil du machst ja alle möglichen Gedanken. Die Person geht hier nicht mehr aus dem Kopf. Ne? Du versuchst alles richtig zu machen. Und im Endeffekt machst du doch vieles falsch. Weil du es der Person einfach nicht recht machen kannst. Das funktioniert nicht. Wenn sie dich liebt, dann liebt sie dich. Und wenn sie dich nicht liebt, dann braucht sie aber auch keine Zeit zum Nachdenken. Das ist ganz einfach so. Wenn es heißt, oh, gib mir erstmal ein bisschen Zeit. Ich brauche erstmal ein bisschen Ruhe. Die Beziehung davor, die war, die Beziehung vor unserer Beziehung, die habe ich immer noch nicht ganz verkraftet. Klar, kann man machen. Aber in vielen Fällen sollte man sich halt im Klaren darüber sein, was man will. Gut, ich hatte zwar die Ansage gekriegt, ich soll auf sie warten. Aber im Endeffekt weiß man doch eigentlich, was man will. Oder man lässt es gleich sein. Fuck. Ich bin gestorben. Und zwar direkt hier. Du kannst nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind, ey. Fuckety fuck fuck. Was wollt ihr alle von mir? Fuckety fuck 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 fuck. Es ist einfach so. Hey, Miststück. Was haben wir denn eben eigentlich abgebaut alles? Hey, Ender. Andy? Wow, verschwinde. Du machst mir Angst. Verloren. Ach, jetzt weiß ich auch, wie man diese Truhen macht. Ich hab's jetzt wieder im Kopf drinne. War das alles, was wir hatten? Ja, ne? Ich hoffe. Sonst werde ich durchdrehen und dann töte ich Zombies und Dorfbewohner. Lalala. Du kannst jetzt nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe, in der Nähe, in der Nähe. Ja, das war jetzt schlecht, aber egal. Habe ich dann auch nur gesagt, ja,
Ich meine das überhaupt alles nicht böse, ne? Ich wollte eigentlich nur mal zum Denken anregen. Man will ja auch nur zum Denken anregen. Dass sich die Person halt nochmal so ein paar Gedanken darüber macht, was sie vielleicht verkehrt gemacht hat. Kann's ja sonst auch nicht sein. Man muss sich schon im Klaren darüber sein, was man will, sonst, sonst scheitert sowas gleich von vornherein. So, wir sollten uns noch ein paar Fackeln machen. Dafür nehmen wir uns aber noch so ein paar mehr Stickies mit. Dass das auch reicht. Und irgendwie klopfen die Zombies die ganze Zeit. Es geht mir auf die Eier. Okay. Wir können ja mal gucken, was wir jetzt in die Truhe packen. Ah! Ach so, bevor wir weiter Obsidian, wir sollten nochmal weiter Obsidian abbauen, weil bevor wir uns jetzt die Truhe machen können, wir brauchen glaube ich hier noch so Magma Cream oder sowas. Oder Lohnstaub? Ich weiß es nicht. Ich glaube Lohnstaub brauchen wir. Da hinten war das, ne? Mit der Lava. Mit dem Obsidian Becken. Oh, coole Sache. Zack. Spielen wir es mal so wirklich so First Person mit umgucken und sowas. Normalerweise müsste man sich schneller umgucken können, das wäre geil. Ohne so einen Hinterherzieh-Effekt. Wo war das? War das da oben? Irgendwo hier war es. Ich weiß es nicht. Wir gucken uns einfach mal um. Und solange wir nicht wieder irgendwie von einem Enderman getötet werden, läuft auch alles gut. Hi. Habe ich die Schere eigentlich noch? Ja, die habe ich noch. Wir können uns auch noch ein bisschen mehr Wolle abbauen. Es hilft uns immer ganz gut. Okay, Schweine hinter mir, Schafe vor mir, wie hier und hier. Zack. Hey, das Schaf hat wieder Wolle. Cool. Das geht so schnell, da irgendwie ganz viel Wolle zusammenzukriegen. Wir müssen natürlich noch alle möglichen Farbstoffe kriegen. Wir werden uns irgendwie auch einfallen lassen, dass wir vielleicht einen Teppich machen da im Dschungel. Wir machen jetzt nämlich ein noch epischeres Dschungelhaus. Wir machen eine richtige Villa. Ne? Kann ich euch mit der Schere den Kopf abschneiden? Wir probieren es. Ach, guck mal, wir haben auch so ein Schneegebiet hier. Mensch, ich hätte das mit in die Auswahl reingenommen, wenn ich es gewusst hätte. Ist ja genial. Schön. Mir gefällt das. Endlich auch mal so eine Welt, die so vielseitig ist. Habe ich noch nie gehabt. Mir gefällt die wirklich besser als die andere Welt, wo ich im Dschungel gestartet bin. Ist da noch? Die Gurkenwelt quasi. Die ich aus Versehen gelöscht habe bei der Sicherung meines PCs. Oh cool. Das war jetzt auch ein cooler Geheimgang hier. Hat mir zwar nichts gebracht, aber... war toll. Achso, wir können auch noch mal ein paar Blumen mitnehmen. Einfach nur so als Farbstoff. Wir können später noch so ein paar Kühe erledigen. Deswegen muss ich unbedingt noch ein bisschen Weizen mitnehmen, um Kühe zu paaren. Ich möchte nämlich Lederrüstungen haben in verschiedenen Farben. Vielleicht kriege ich es ja hin.
So. Das erinnert mich schon gerade schon wieder an die YouTube-Kacke-Videos. Marcel Davis und so. Saz. Ihr müsst mal bei YouTube eingeben, YouTube-Kacke, gestörte Ü-Ei-Kinder. Das ist sowas von geil, ist das. Richtig Hammer. Weißt du?